So ihr Lieben, weiter geht's mit Gameplay zu unserem Truck and Logistics Simulator auf der PlayStation 5. Wir starten heute wieder mit unserem Auflieger-LKW, machen den Motor an und können eigentlich direkt mal hier vorne schauen, was uns hier für Aufträge erwarten. Ansonsten kann ich immer noch einen anderen Auftragspunkt anfahren. So. Schauen wir mal. Ah, sehr interessant. Sehr interessant. Hier könnte man so etwas machen. Hier können wir Autos transportieren. Das machen wir doch mal. Und dann schauen wir uns mal das Gameplay dazu an. So. Okay, wir mussten erstmal das hier runterfahren, den Anhänger, das war jetzt eben hier nicht so ganz klar, aber kann passieren, gehört natürlich dazu. Sehr gut, und dann starten wir den nächsten Motor. Ich bin auch gespannt, ob wir unten noch drei Fahrzeuge reinfahren oder zwei, das ist ja echt deftig. Oder ob es jetzt hier bloß bei der oberen Reihe bleibt. Ah, nö. Hier werden immer neue Fahrzeuge geparkt. Also, ich hatte es schon in meinen ersten Videos gesagt, auch im Angespielt, auch im ersten Gameplay. Man kann sagen, was man will. Ja, es funktioniert von den Gameplay-Mechaniken ohne Fehl und Tadel, dieses Spiel. Und das ist schon echt eine feine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir fahren die Fahrzeuge in die nächste Position. Sehr gut. Ah, der muss ein bisschen weiter zurück. Ah, okay. Und wenn er dann die Position hat, dann wird das quasi ein bisschen automatisch gemacht. Und ich habe den LKW umlackiert, vielleicht dem einen oder anderen von euch auch aufgefallen. Hatte ich ja gesagt, ne? Damit das auch nicht immer das gleiche Fahrzeug ist. Im Gänsefüßchen. Und mir macht das Spiel außerordentlich viel Spaß. Ich denke, das hat man auch schon im Angespielt gemerkt. Und in den anderen Videos. So. Wir holen uns natürlich hier die Position. Koppeln den Anhänger. Und fahren jetzt 5 Pickup-Fahrzeuge von A nach B auf der Map. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Ich kann ja noch mal ganz kurz hier die euch das Cockpit zeigen. Das habe ich tatsächlich nicht von der Farbe geändert. Aber das wirkt auch sehr, sehr aufgeräumt. Aber ich denke, ich muss tatsächlich, ich muss hier rum. Hohoho. Das wird eine Herausforderung. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwelche Tavernen als nee, Taverne meine ich nicht. Diese geschlängelten Straßen. Ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Ah, hier geht die Schranke hoch. Sehr schön. Gutes Gameplay. Rechts ist frei. Flüssiger Verkehr. Irgendwann muss ich mal hier rumziehen mit dem Kollegen. Boah, ist das ein Gerät. Ist der Wahnsinn. Dann wollen wir mal schauen, ne? Also ihr müsst ja auch dann Fracht bezahlen, wenn ihr die beschädigt, beziehungsweise es wird euch vom Wert abgezogen. Oh, guckt euch das mal an. Wie soll ich denn hier rumkommen?
Wahnsinn, aber es funktioniert. Es funktioniert. Hohoho, sehr cool. Ich hoffe, ich fahre nur Autobahn. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Okay, jetzt. Jetzt ist frei. Jetzt muss ich natürlich auch irgendwie so fahren, dass hier Fahrzeuge vorbeikommen. Jetzt fahre ich hier schon wieder rechts rum, um dann links die Brücke lang zu fahren. Sehr schön. Eine sehr schöne Strecke. Boah, ist das krass. Da unten ist eine Schäfchenherde. Ah, ihr seht schon, wie vorsichtig ich hier bin. Kann schon sein, dass sich es hinter mir ein bisschen staut. Das kann ich dann aber auch nicht ändern. Können wir mal schauen. Boah, sieht eigentlich vom Spiegel her nicht so aus. Aber gut, ich weiß es nicht. So, unser Fahrzeugtransport ist hier auf dem Weg. Richtig cool. Macht echt Spaß. Ich hoffe, dass ich hier nur Straßen fahre, die einfach auch mit diesem Koloss einfach möglich sind zu fahren und nicht, dass ich nachher irgendwelche Schlängelstraßen fahre, die ich da irgendwie mit linker und rechter Begrenzung überhaupt nicht mehr langkomme. Schauen wir mal. Ich lasse mich da echt überraschen. Den würde ich am liebsten noch vor mir rauffahren lassen, aber das wird die KI. Doch, 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 doch. Okay, alles gut. KI auch, muss ich sagen, insgesamt wirklich gut. Vieles an dem Spiel ist überraschend gut, was man allein aufgrund der Datengröße wohl nicht erwartet hätte. Ich muss ja jetzt hier in den Tunnel. Oh, 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 oh. Nicht an die Leitplanken kommen. Boah, hier quält er sich schon. Also das merkt man natürlich schon, wenn man hier, ob man hier ein Baufahrzeug mit einer Tonne zusätzlichen Gewicht dran hat oder eben so ein Kollegen hier fährt. Sehr schön. Sehr schönes Gameplay. Und auch der Tunnel hier, schaut es euch an, grafisch absolut sauber. Hier oben ploppt nichts rein oder weg. Mein Tank ist auch noch voll. Alles erst einmal im grünen Bereich, würde ich sagen. So. Na, 60 km/h kommt mir in dem Ding schon vor wie 100. So, jetzt kann ich hier erstmal immer der Straße folgen. Das fährt sich ja eigentlich erstmal relativ einfach. Kaum sag ich's, haut's mich hier fast an die Leitplanke. Keine Sorge, die Sensitivität der Steuerung könnt ihr auch einstellen. Das funktioniert also alles sehr gut. Hier muss ich jetzt... Oh, das wird ja deftig. Jetzt würde ich am liebsten hier links runterfahren, aber das kann ich natürlich jetzt auch nicht bringen.
Solaranlagen. Also es ist schon einfach alles charmant gebaut, auch die Map. Das muss ich euch an der Stelle einfach auch nochmal sagen. Also... Komm, fahr. Na, jetzt bin ich schon zu weit drinne, glaube ich. Jetzt wird die KI, die Fahrzeug-KI hier... Interessante Situation, aber jawohl. Sehr cool, sehr cool. Auch wie die Fahrzeuge dann da anhalten. Einfach klar, natürlich ist das so eine Abstands-KI, das ist mir schon klar. Aber situativ passt es zu einem echten Fahrzeugverhalten, sag ich jetzt mal. Oder auch Fahrerverhalten. Ich meine, wenn so ein Ding um die Ecke zieht, der hat halt auf so einer Hauptnebenstraße, so eine Autobahnabfahrt, dann eben nicht stundenlang die Möglichkeit, da runterzufahren. Und dann muss eben auch mal auf der... Hauptstraße einfach ein Fahrzeug ihn mal durchziehen lassen. Hier finde ich es tatsächlich gut, so blöd es klingt, dass man denn eben auch mal ein bisschen... Oh, das ist ja jetzt herausfordernd. Dass ich auch ein bisschen in die Natur fahren darf, ohne dass hier irgendwelche künstlichen Begrenzungen drin sind. Oder wisst ihr, was ich meine? Schaut euch das mal an. Klar haben die Fahrzeuge jetzt hier Rücksicht zu haben. Oh, das ist ja eine deftige Strecke. Was für ein herausfordernder Autotransport. Das ist heftig. Das kann ich auch mit der Cockpit-Kamera einfach nicht fahren, Leute. So gern ich das möchte. Boah, hier muss ich eigentlich noch 30% Gefahrenzuschlag bekommen. Schaut euch das mal an hier mit dem Fluss. Die Landschaft. Ich glaube, das Einzige, was das Spiel tatsächlich nicht hat, ich habe es zumindest noch nicht gesehen, sind Wettereffekte, was mir jetzt in dem Bereich noch einfallen würde. Aber ey, das finde ich jetzt persönlich ehrlich gesagt nicht so dramatisch. Wäre noch ein schönes, ein schöner kleiner Bonus, genauso eben wie belebtere und glaubhaftere Umgebung durch Passanten, sage ich jetzt mal. Der wartet, das ist okay. Enthusiasten unter euch fahren natürlich den Kreisverkehr auch richtig oder beziehungsweise hier da nicht unbedingt über die Kreisfläche in der Mitte. Das kann ich verstehen, aber ich denke, das könnt ihr mir schon nachsehen, vor allem mit so einem Fahrzeug hier. Wahnsinn. Also da muss ich sagen, das sind sauer verdiente 12.000, 13.000 Credits hier, sage ich euch so, wie es ist. Mehr als 30, 40 km/h ist hier auch einfach nicht drin, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Hier gibt es Gegenverkehr, hier gibt es Leitplanken, hier gibt es nicht ganz ungefährliche Straßenabschnitte, ja. Also mit dem möchtest du nicht hier rechts durchbrechen und mit den 5 Fahrzeugen im Graben liegen. Jetzt mal völlig unabhängig davon, ob das jetzt hier technisch möglich wäre oder nicht, ich will es gar nicht ausprobieren. So... Schade ein bisschen auch, ich habe zumindest eine solche Anzeige noch nicht entdeckt, dass man leider nicht sieht, wie viel man Reststrecke noch hat. Ne? Das wäre vielleicht auch noch eine schöne kleine Zusatzoption. Das motiviert ja dann auch, weißt, wenn du von 8 Kilometern vielleicht nur noch 2 hast und weißt, ach, Ziel vor Augen. Aber ich glaube, ich habe das Ziel hier gleich vor Augen. So, hier haben wir eine Ampel.
Ah, sehr schön. Weiß ich jetzt nicht, ob der da vorne nicht auch grün hat. Ja, eigentlich schon. Der hat gepennt. So, jetzt haben wir auch mal geblinkt. Das habt ihr vielleicht an dem Geräusch gehört. Ich bleibe jetzt mal auf der linken Spur. Und ich bin gespannt, ja, ob ich jetzt direkt noch ein Autohaus anfahre. Es wäre ja eigentlich logisch, sag ich jetzt mal. Schauen wir mal. Sieht fast so aus. Hier, ne? Hier links. Ja. Die Parkbucht sehe ich derweil noch nicht. Das wird er mir dann spätestens beim Einbiegen zeigen. Eigentlich wird er mir den Hut hier gleich zeigen. Ich würde sagen, ich muss links rum. Ja, und dann hinter das Gebäude. So wie das aussieht. Sehr schön gemacht. Das ist echt cool. Vielleicht hätte ich sogar das Gelände von der anderen Seite anfahren können. Aber hier müsste ich ja eigentlich durchkommen. Also auch da haben sie mitgedacht, ja. Also dass man jetzt vielleicht hier wahrscheinlich auch links und rechts rumfahren kann. Weil mit so einem Gerät verkeilst du dich natürlich auch gerne schnell mal. Könnte ich mir vorstellen. Und... ah, da vorne ist er. Okay. Ah, den fahre ich jetzt von der linken Seite an und stelle mich dann da rauf. Das ist ja, glaube ich, hier immer, da ist er ja flexibel. Hauptsache, ich stelle mich da halbwegs auf die Fläche rauf. Dann wird der Auftrag ja auch als, hier ist zwar die Markierung andersrum. Müssen wir gleich mal sehen, ob er das auch so rum akzeptiert. Ich glaube, nach der Gameplay-Mechanik wird das Spiel damit keine Probleme haben. Genau so ist es. Ja, ihr seht es jetzt hier. Ladebonus sogar noch. Parkbonus, passt alles. Keine Beschädigung. Hab hier schön Geld eingenommen. Und wir haben wieder einen schönen Auftrag in der Tasche. Schönes Gameplay. Ich versuche euch ja in dieser Gameplay-Reihe komplett unterschiedliche Aufträge aufzuzeigen, ja? Also ich muss jetzt nicht mit einem PKW einen Wohnwagen von A nach B fahren und dann in der nächsten Folge mit einem Lieferwagen den Wohnwagen von A nach B, sondern ich versuche für euch hier auch so variabel wie möglich zu sein. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und dann bleibt dran, wenn euch das Ganze gefällt. Schaut rein. Der gesamte Content ist entweder schon da oder kommt die Tage. Was ein Testvideo angeht, was ein Einsteigerguide angeht und weiteres Gameplay. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und euch das Ganze auch gefällt. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, lasst nette Kommentare da und in dem Sinne gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.